Starfield. Siegel ist gut, Sauerstoff auch. Mach's wie letztes Mal, dann klappt alles. Halte dich an die eine simple Regel. Hella, wie lautet die eine simple Regel? Hör auf, Lynn. Die Bosslady weiß Bescheid. Exakt. Hör auf mich. Mining ist ein Job wie jeder andere. Bleib cool. Pass auf. Dann hast du dir am Ende einen Sack voll Credits verdient. Ja, absolut. Ist genau wie Arbeiten im Sternendock. Nur mit mehr Einstürzen, Lasern und sporadischen Verstümmelungen. Sehr hilfreich. Danke. Ach, das klappt schon. Dein erster Job lief doch. Und mal ehrlich, das ist nicht gerade Astrophysik. Dafür ist er im Team. Motivation. Ja, und ich kann aus 300 Metern ein Heliumvorkommen lokalisieren. Auch wieder wahr. Hier unten gibt's zwar keines, aber allein die Metallvorkommen finanzieren unser eigenes Helium. Nach der Aktion haben wir genug Treibstoff, um vom einen Ende der besiedelten Systeme zum anderen zu sprengen. Hey, mehr Mineralien, mehr Geld, ein ewiger Kreislauf. Aber keine unbefugten Sprünge ins Gebiet von Haus Vahun mehr, ja? So ein Riesenbaby. Es gibt Schlimmeres. Weißt du, die meisten Dustys schaffen es gar nicht so weit. Ich habe ein gutes Gefühl bei dir. Gruppenkuscheln jetzt oder bei Schichtende? Ach, irgendwann, Hella, lasse ich dich echt mal zurück. Leere Versprechungen. Ja, Hallöchen, Bubbelchen. Damit recht herzlich willkommen zu Starfield. Yay. Ja. Okay, lass uns mal sehen. Wie viel Zeit noch? Ja, ein bisschen noch. Ein paar Proben nehmen. Ja, es geht immer. Schon mal. Aber nicht du. Sieh nach Isabel. Sie soll es nicht übertreiben. Ich käme hier gerne lebend raus. Alter. Verstanden. Denk daran, Dusty. Schön ruhig atmen. Und hier unten nie den Helm abnehmen. Die Sauerstoffprozessoren reichen nicht so weit. Ist mir Dusty? Ja, Gott bewahre, dass wir hier auf einem Felsen mit Atemluft bohren. Der Vorteil an Jobs im Freestar Collective Raum? Wenige. Moment. Weißt du, was mir jetzt schon auf den Sack geht? Das können wir machen. Oh, nee. Regeln. So ein Auftrag in den United Colonies? Ha! Bürokratie ohne Ende. Oh, guck dir das hier mal an. Calvert, nein! Nein, 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 das ist ein Laser und kein Vorschlaghammer. Benning, wenn man dich nach Pausen bezahlen würde, wärst du Millionär. Ab! Ja. Die möchte ich nie als Vorarbeiterin haben. Wie ist unser Motto, sagt sie? Schotter gibt's für Schotter. Funktioniert dein Cutter? Wenn man die Dinger nur anhaucht, überhitzen sie schon. Troy, wie ist die Ausbeute? Ich bin beschäftigt, nerv jemand anderen. Geh mir den Sack, du Vogel. Sag mal. Dauert noch ein paar Aufträge, bis ich mal mit dir rede. Alles. Ich geh jetzt einfach hier lang, ne? Weil wir es können. Moin! War ein guter Auftrag. Du hast echt Glück, dass du dabei warst. Danke. Ich weiß nicht, von was ihr redet. Wie geht die Taschenlampe an? Kann ich das wissen? Ich gehe jetzt einfach hier lang, ne? Also kannst du auch wissen, du. Oh. Oh, hier geht's nicht, warte. Ach, siehste. Viele Wege führen nach oben, so. Ich kann nicht springen, okay. Doch, ich kann springen. Wir kommen recht schnell voran mit den Adern. Ich will eine Power-Rüstung. Wieso will ich unbedingt eine Power-Rüstung? Dusty, du bist dran. Schnapp dir einen Cutter und leg los. In der Höhle gibt es Metallvorkommen. Ich rufe, wenn ich dich brauche.
Alles klar, Ma'am. Frau Vorarbeiterin, ABV? Was? Mein Kameraden! Glaubst du, wir sind hier bald fertig? Ist angeblich der letzte Job. Ich hab keine Ahnung, Bro. Ich will nur meine Schicht überstehen. Das ist ja in Ordnung, ich auch. Ich bin Miner hier im Gebiet. Ich meine herum. Ich haue das Metall aus dem Fels. Ich arbeite. Ja, der Fels gibt mir Metall. Ich freue mich. Wir sind soweit. Komm wieder zurück. Wir haben dich geködert. Bist du auf die Broschüren reingefallen? Ja. Alter, eigentlich stand da der Wellnessurlaub mit Rundumversorgung und jetzt krieche ich hier in irgendwelchen Tunneln rum. Also, hä? Da habe ich gesagt. Ich habe mich so aufgeregt, aber. Ohne Witz mal. Lynn scheint dich zu mögen. Und sie ist der Boss. Sie muss es wissen. Ohne Witz mal, ne? Also, ne? Der Betriebsrat hier ist ja völlig von Arsch. Und. Nur mal so, ne? Altersvorsorge, von davon haben die auch noch nicht. Tut mir leid. Ich wollte bloß das sagen. Ich froh, es ist Zeit. Du kommst mit mir. Chefin, wie sieht das mit der Rente aus? Eigentlich? Komm, mit mir. Ja, aber ich wollte eigentlich wissen, wie das mit der Rente ist. Wie ist das eigentlich mit dem. Ach so, okay. Ist das eigentlich. Ah, okay, stimmt. Okay. Ah, eine Dreckdusche können wir uns nehmen. Die Führerwelt bleibt sauber. Schalter ab. Au, ah, ah, Los geht's. Das tut weh. Hella, die Werte. Unzerstörbar. Ja, oh, ja, was das angeht. Problem? Nur wenn du höhere Gravitationswerte als Problem siehst. Ach so. Tu ich nicht. Also ein Pip-Boy gibt's schon mal nicht. Was wir suchen? Moment, Einstellung. Tastenbelegung. Im Laufen halten. Immer laufen umschalten, okay. Hinten. Ist sowas wie eine Taschenlampe gibt's ja nicht, oder? Mission, okay. Raumschiff brauchen wir nicht. Wir brauchen eine Taschenlampe, Digi. Eine Taschenlampe, Granaten werfen. Ja, schön für dich. Taschenlampe mit F. Sieht aus wie eine Anomalie. Ah, guck hat mal hier. Ja. Okay, jetzt machst du mir langsam Angst. Entspann dich. Ist nur ein Job. Komm schon. Weiter. Ja, Ma'am. Wir sind nah dran, glaube ich. Es ist alles einfach. Wir nehmen alles mit. Wir nehmen alles mit. Wir nehmen alles mit. Ah, ich hatte nämlich letztens einen richtig beschissenen Traum, Leute, ne? Da war ich in der Blöckchenwelt und hab gegen explodierende Viecher gekämpft, du Alter, das war creepy, ne? Alter. Und da habe ich mir so eine Spitzhacke, da gab's Laser nicht, ne? Da gab's nur Spitzhacken, die du bauen konntest, alles sah irgendwie ganz komisch aus. Jeder hatte so ein Gesicht wie Thaddäus. Und Alter, allgemein echt komisch. Aber es war lustig eigentlich, muss ich sagen, weil ich habe da mein eigenes Imperium gebaut. Man konnte nicht wirklich sterben. Es gab auch so verrückte Dinger wie Endermans und so, die nannten sich glaube ich Endermans. Oder ich habe sie so genannt, keine Ahnung. Es war schon ganz schön verrückt, du. Ich sehe es aber eigentlich nicht mehr. Ja, da kommt gleich die Luther-Natur durch hier. Ich komm gleich, ich hab hier noch was.
Jawollo. Secret Area. Oh. NASA Kaffeetasse. Yay! Wie kommt hier eine NASA Kaffeetasse hin? Wir haben eine NASA Kaffeetasse, wir haben eine NASA Kaffeetasse. Wie kommen die jetzt dorthin? Wie ist das Inventar? Gibt's hier ein Inventar? Ist hier noch was anderes? Alter, geil. Ich sehe nicht mehr, wo ich raus. Aber hier. Ja, ja. Wir haben eine NASA-Kaffeetasse. Sieht irgendwo aus, aber sonst könnte man das bearbeiten. Guck mal, ne. Das war's. Alter, geil. Ein Secret. Secret Area. Geil. Jetzt will ich aber noch mehr finden. Gibt's hier noch mehr? Nee, noch. Das war jetzt hier. War so ein Zufall. Also purer Zufall hier. Es ist verdammt dunkel hier, ne? Ah, guck mal da. Muss man alles finden, ne? Wenn man da richtig hinguckt. Immer schön da irgendwas mal hin. Ah, mir krabbelt's. Hier kommt's nicht, oder? Ja. So, Freunde der Sonne, dann gehen wir mal hier hoch, wa? Alte F, Taschenlampe. Ja, Taschenlampe, Digi, hab ich doch schon. Habe ich doch schön, wir haben das schon rausgefunden. Beryllium, nice. Da war nicht drin, also kriegt man hier für alles irgendwas oder was? Ja, mein Gott, bitteschön. Ja, wir haben doch die Taschenlampe eingeschaltet. Also, wäre absolut nicht mein Job, ne? Die Werte sind immer noch komisch. Aber das ist gut, oder? Einfach weitermachen. Ja, du, was soll da schon passieren? Was soll schon großartig passieren, wa? Wir haben eine NASA-Tasse gefunden, hallo? Gibt's die NASA hier im Spiel? Ist das hier geschichtlich relevant? Du siehst das echt absolut nicht, ne? Aber zu mal siehst du es nicht. Deswegen gucke ich mich ständig hier um. Ob ich nicht irgendwo doch was übersehen habe, weißt du? Siehst du irgendwas? Nein. Ich sehe gar nichts. Hallo. Beryllium auf die Knoten fallen, oder? Ja.
das alles, ja? Auch bloß ein bisschen länger. Ich habe leichte Minecraft-Vibes, genau wie mein Traum. Nehmen wir alles mit, weil, ne, reichen so. Dauert aber, ey. Stein, Muschinas aus. Penetrieren. Das ist eigentlich egal. So. Steinvagina. Dauert das ewig, ey. Gott sagen. Es ist existent. Alter, damit wollen die uns die Physik zeigen, wa? Cool. Heute will länger. Das Video, wir müssen nämlich hier alles mitnehmen, weil wir wollen ja reich werden und der nächste Job soll natürlich in unserem Garten stattfinden, irgendwie 8000 Kilometer irgendwo in dem fremden Asteroiden. So, das müsste alles hier gewesen sein, wa? Ey, das ist unsichtbar. Weil nicht die Vorkammer. Ding haben auch bloß ein Handy-Akku, ne? Alter. Dauer, das ist ewig so schlimm. Ey, wenn du mir jetzt sagen willst, dass das hier kein Vorkommen ist, ne? Kein Vorkommen, ne? Klasse. Kalium. Das wird rot angezeigt, wenn es vorkommt, ist wahr? Alles klar. Da wollen wir uns das immer noch. Wenn da irgendwas rot ist, ne. Thank you.
Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao mit V.